Das Unternehmerleben ist ein super spannendes Leben. Es ist ein permanentes Hoch und Runter, weil man immer wieder neue Ziele steckt, neue Herausforderungen sucht. Und manchmal gehört es auch dazu, Krisen zu meistern. Man fällt hin und muss sich wieder aufrappeln. Und hier folgt genauso eine Geschichte. Vom Hinfallen und wieder aufstehen. Hi Katja. Hey Frederik, was gibt's? Du, ich habe in meinem Betrieb ganz, ganz große Probleme. Kannst du nach München kommen? Ja logisch, bin schon unterwegs. Und weil Frederik VIP-Kunde ist, macht sich Katja persönlich auf den Weg. Mein erster Kontakt mit Frederik war total spannend, weil er sagte so, Katja, online finde ich immer nur irgendwelche Motivationscoaches und sowas, aber es liegt nicht an meiner Motivation. Ich bin motiviert. Das, was ich brauche, sind Strukturen und Prozesse. Mein Name ist Frederik Meyer, Geschäftsführer der Druckerei und Medienhaus Meyer. Meine Frau und ich führen diese Firma nun zusammen. Wir produzieren hier extravagante, exklusive Druckprodukte für unsere Kunden. Wir veredeln alles in-house. Alles, was sich die Kunden vorstellen, diese extravaganten Wünsche, die setzen wir um. Frederik hat einen Betrieb geerbt und damit leider auch viele veraltete Strukturen, die ihm jetzt im Weg stehen. Angefangen hat bei mir alles über die Firma meiner Mutter. Nach seinem Abi wollte er eigentlich studieren gehen, aber wie es dann so kommt im Leben, zack, übernimmt man mal den elterlichen Betrieb. Ja, natürlich war das große Problem Mitarbeiter, die im Unternehmen schon integriert waren, die alten Strukturen von den alten Chefs kannten sozusagen, und jetzt kommt so ein Jungspund daher und meint, alles umkrempeln zu müssen. Das heißt, du hast auf der einen Seite eine Erwartungshaltung und auch eine Historie, so haben wir es immer gemacht, und auf der anderen Seite hast du die krassen Veränderungen am Markt, die du auch selber siehst, wo du sagst, hey, wir müssen eine neue strategische Ausrichtung finden. War natürlich schwer, ganz klar, und man merkt auch sofort, wer zieht mit, wer nicht, wer hat Muße, noch was umzustellen, und dementsprechend bin ich immer mehr an Grenzen gestoßen. Ich habe immer selber in der Produktion gestanden. Du hast zwar Mitarbeiter, aber es hängt einfach zu viel an dir. Du gibst nichts ab. Und gleichzeitig hat man natürlich das Erbe im Nacken sitzen, wo man auch der Familie gerecht werden will. Und Frederik war an einem Punkt, wo er sagte, Katja, ich bin echt am Überlegen, ob ich jetzt einfach alles hinschmeiße. Es ist mir zu anstrengend. Ich merke es auch körperlich, dass es mir nicht gut geht. Ich weiß nicht mehr weiter. Da war natürlich bei mir eine richtige Adresse. Katja hat er gleich analysiert und sofort gewusst, wo die Probleme sind, was hakt. Welche Kriterien hast du denn, wann ein Auftrag wirklich ein Auftrag ist? Und der Nächste, der sucht's wieder. Liegt's an der Anlage? Liegt's am Bediener? Das sind Dinge, die einfach helfen, Fehler zu vermeiden. Selbsterklärend, es muss immer selbsterklärend sein. Ja, Katja hat uns relativ schnell wiedergespiegelt, was hier im Unternehmen falsch läuft, was wir ändern sollten, hat uns Tipps gegeben. Okay, dann legen wir los mit der Prozessoptimierung. Gerne, aber was ist ein Prozess eigentlich? Ja, ein Prozess kannst du dir eigentlich so vorstellen, es ist ein Ablauf in deinem Unternehmen. Nimm einen Teilbereich heraus, jeden einzelnen Schritt, der dahinter steckt, dann hast du deinen Ist-Prozess. Jetzt schaust du, wo hängst du und sagst, hey, das könnte ich optimieren, das sind deine Geld- und Zeitfresser. Wenn du diese eliminiert hast, hast du einen perfekten Ablauf, deinen perfekten Prozess, und dann sind alle happy. Katja hat uns gezeigt im Unternehmen, wie man Strukturen einführt, wie man Prozesse einführt, wie man diese analysiert, aufstellt und ausarbeitet. Wir haben jetzt mal die Hauptprozessschritte erfasst: Auftragsabwicklung, Mediengestaltung, Druck und Versand. Da ist es jetzt natürlich extrem wichtig, die Geldfresser und die Zeitfresser zu eliminieren. Wo wird deine Lebenszeit aufgefressen durch unstrukturierte Abläufe? Das bedeutet Rückfragen im Prozess. Wie oft wirst du angerufen pro Tag? Ja, der hat sich gemeldet, ich weiß nicht, was mit dem ist. Hier brauche ich eine Rückmeldung von dir, da weiß ich nicht weiter. Alles wird zurück an dich delegiert. Unseren größten Hebel hatten wir natürlich in unserer Auftragssoftware. Wir haben bisher früher immer noch mit Auftragstaschen gearbeitet. Nach dem Auftragseingang werden die Aufträge geschrieben, hier aufgeklebt, aufgehängt. Infos der Mitarbeiter sind nur da drin zu finden. Du hast ja hier schon gar keine Struktur drin. Und dadurch hast du halt diesen riesen Suchaufwand, wo ist jetzt der Auftrag? Und das ist ein richtiger Geldfresser. Für die Zukunft werden wir schauen, dass wir das digitalisieren und den Workflow damit viel schlanker und effizienter gestalten.
Wir brauchen eine Software, die uns einfach das ganze Thema Auftragsmanagement, Produktionsplanung und Abwicklung komplett abbildet. Diesen Auftragssteuerungsprozess glatt zu ziehen und auch digital abzubilden, das bringt halt richtig Cashflow. Cashflow an der Stelle, dass du nicht automatisch mehr Mitarbeiter einstellen musst bei mehr Umsatzwachstum, sondern deinen Betrieb wirklich schlank und überschaubar halten kannst. Egal wo auf der Welt, wo ich bin, unser System läuft cloud-basiert. Und ich kann von überall zugreifen. Ich kann beim Kunden sitzen, ihm in 10 Sekunden ein Angebot abgeben, was vorher einfach nicht möglich war. Man hätte ja alles händisch mal nachrechnen müssen. Das nächste Thema beim Frederik ist, das Produktportfolio zu hinterfragen. Wir haben unsere Portfolioanalyse durchgezogen, haben einiges aussortiert. Das heißt, was bleibt übrig? Alles, was glitzert, glänzt, veredelt ist, gestanzt ist. Also solche Besonderheiten, genau. Ja. Wir sind halt von 0815 einfach wirklich weggegangen und haben gesagt, wir spezialisieren uns wirklich nur noch auf Spezialveredelungen, Drucke. Welches meiner Produkte wird wie oft gekauft, gebucht, beauftragt? Welche Marge steckt letztendlich drin und welcher Aufwand steckt letztendlich drin? Wo sind denn deine größten Schmerzpunkte aktuell? Definitiv in der Personalstruktur. Es hapert und stockt einfach extrem. Ich kann meine Arbeit nicht abgeben. Ich weiß genau, ich mache sie lieber selber, als dass ich sie abgebe. Wir geben unseren Unternehmern Blaupausen und Vorlagen an die Hand, um schnell einen sauberen und gut strukturierten Recruiting-Prozess bei sich im Unternehmen zu etablieren. Und jeder, der heutzutage sagt, er findet keine Mitarbeiter mehr und es sind ja keine mehr da, das stimmt nicht. Man muss nur die richtigen Wege wissen, um sie zu finden. Und das hat uns Katja einfach definitiv gezeigt. Das ist unser Cashflow-Prozess. Und daraus leitest du dann hier die Stellenprofile ab. Ich glaube, ich merke gerade, dass ich den Fehler gemacht habe, immer zu versuchen, einen zu finden, der allround ist, auf das, was ich alles anbieten kann. Und nicht klar definiert habe, was die Person für Bereiche hat. Die Kinnlade geht runter und man merkt so, wow, jetzt verstehe ich, warum dies und jenes bei mir in der Vergangenheit nicht funktioniert hat. Und jetzt weiß ich, was ich tun muss. Jetzt habe ich einen Fahrplan. Ja. Wie geht's euch denn jetzt mit der Unternehmerfreiheit? Wir sind super happy. Der größte Hebel war einmal mein Mindset. Mein eigenes Mindset, was Katja mir wiedergespiegelt hat, was nicht gestimmt hat. Ich war immer für die Firma da und nicht für mich, nicht für die Familie, sondern alles, was sich um die Firma gedreht hat, war das Größte. Und das stimmt nicht. Was hat sich verändert? Wie fühlt sich's an? Richtig viel Freizeit, Zeit für die Familie, Zeit für die Tochter. Ja. Und man hat einfach eine Freiheit dahinter zu wissen, die Strukturen und Prozesse im Unternehmen laufen. Und du hast aber auch Zeit für deine Tochter. Das ist für mich ein ganz großes Thema geworden, dass meine Tochter in den ersten Jahren nicht so viel Zeit von mir hatte, die ich ihr jetzt einfach gerne geben möchte. Wie ist es jetzt sonst in der Firma? Also wie viel Zeit verbringst du jetzt noch in der Firma? Eigentlich maximal 3 bis 4 Stunden die Woche. Wow. Und das geht jetzt durch den digitalen Prozess oder wie bist du da angedockt jetzt? Kann ich dir ganz einfach zeigen. Mhm. Wir können alles tracken, ich kann alle Aufträge sehen, läuft alles, gibt es irgendwo ein Problem, ansonsten bin ich raus. Cool. Ich muss einfach sagen, Unternehmerfreiheit bedeutet aber nicht nur einfach jetzt zu Hause zu sitzen, seine Freizeit zu haben, finanzielle Freiheit zu haben. Nein, es geht auch darum, wirklich den Spaß, den du am Unternehmersein hast, wirklich leben zu können. Und, bist du stolz drauf, dass ihr es geschafft habt? Wahnsinnig. Nur durch deine Hilfe haben wir das geschafft und wir sind richtig, richtig happy. Jeder Unternehmer, der praktisch nicht die Zeit sich nehmen kann, draußen für seine Familie, für seine Freizeit, der sollte echt mal sich Gedanken machen und ich habe das wirklich nicht anders erlebt. Ich bin auch sehr stolz auf eure Ergebnisse, dass ihr das so gut umgesetzt habt. Dankeschön. Danke. Und in der nächsten Folge zeigt uns Katja, wie sie einem erfolgreichen Jungunternehmer geholfen hat, seine Agentur richtig zu skalieren und dabei auch noch in die Unternehmerfreiheit zu kommen. Hast du Lust, dass ich dir die Agentur mal zeige? Ja, absolut. Er hat durch die Prozessoptimierung, die wir ihm an die Hand gegeben haben, seine Abläufe um 30% steigern können. Und das ist natürlich perfekt. Business Excellence. Und dann haben wir uns irgendwann richtig krass entwickelt. Unglaublich heftig. Total schnell. Kaum zu glauben. Mit der Zeit, dass du kommst. Wie du weißt, wenn du Zeitfresser eliminieren willst, dann bist du bei mir in der richtigen Adresse. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schenk uns ein Like und abonniere diesen Kanal. Damit
kommst du deiner Unternehmerfreiheit einen Klick näher.